Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es ums Thema richtiger Umgang mit 3D-Zielen. Es ist leider so, dass Parcoursbetreiber immer wieder mal 3D-Ziele beschädigt vorfinden. Und da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist eben, dass mit den 3D-Zielen in einer Weise umgegangen wird, unwissentlich, die halt nicht gut für die 3D-Ziele ist. Und der zweite Grund ist schlicht und ergreifend leider Vandalismus. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Zum zweiten Punkt würde ich auch noch was sagen. Aber fangen wir an mit dem ersten Punkt. Und zwar, diese 3D-Ziele sind eben dafür da, dass man mit Pfeil und Bogen drauf schießt und für sonst nichts anderes. Ihr seht, diese 3D-Ziele sind zum einen zusammengesteckt aus Einzelteilen, wenn es größere Ziele sind. Und sie haben da unten in die Beine, bzw. im Körper, wenn es ein liegendes Ziel ist, eben so Stangerl, mit dem man es dann im Boden befestigen kann, bzw. in dem Fall halt auf eine Platte schrauben kann. So, und wenn Sie jetzt dann beim Pfeileziehen nicht entgegenhält bei dem Ziel, da sind wir schon beim ersten Punkt, beim Pfeileziehen immer entgegenhalten beim 3D-Ziel, ja, dann wackelt das ganze Ding. Im besten Fall passiert es nur, dass die Stangerl in der Erde locker werden und das Ganze irgendwann umkippt. Im schlechten Fall passiert es, dass da irgendwo, wo halt diese Stangerl aus sind, das 3D-Ziel dann anfängt zum Abbrechen. Ja, dann habt ihr da quasi die Haxen stehen und der Körper liegt irgendwo. Und dann kommen die Nächsten und beschweren sich, ja, der Parcours ist so schlecht instand gehalten, der schaut so aus. Ja. Also beim Pfeileziehen unbedingt immer wirklich mit einer Hand oder mit dem Körper oder mit dem Fuß oder wenn man zu mehrt ist, halt entgegenhalten und im Pfeil rausziehen. So, und der nächste Punkt ist eben der, dass man sich nicht auf die 3D-Ziele drauf setzt, dass man nicht irgendwie drauf lehnt und da um und um werkt. Das ist nämlich schon immer wieder, wenn die Leute, die an ihre Kinder Bogenschießen sind, setzen sie das ganz gerne einmal aufs 3D-Ziel, ja, machen wir ein Foto etc. Prinzipiell alles gut und schön, und auch wenn das kleine Kinder sind und leichte Kinder sind, ihr wisst nie, wie diese 3D-Ziele benannt sind. Also wenn die Leute vorher schon irgendwie gewerkt haben, ist das Ziel vielleicht nicht mehr so stabil, und auch wenn es normalerweise aushalten wird, kann es dann sein, dass das Ziel kaputt wird. Wenn sie eure Kinder draufsetzt, kann es dann sein, dass eure Kinder runterfallen, sie wedern etc. Steht sie nicht dafür. Diese Ziele, wie gesagt, eben dafür gemacht, mit Pfeile draufschießen, Pfeile rausziehen und beim Rausziehen ordentlich entgegenhalten. Immer schauen, dass das Ziel so wenig wie möglich sich bewegt beim Pfeileziehen. Ja, und eben nicht draufsetzen, nicht anlehnen, keine Spompanalen machen, und das war's im Prinzip schon wieder. So, der zweite Punkt, wie es zu kaputten 3D-Ziele kommt, ist eben leider Vandalismus. Ja, dass halt Ziele mutwillig umgerissen werden, ausgerissen werden, zerstört werden. Das kann einerseits sein, wenn halt Leute irgendwie dagegen sind, dass da Bogen geschossen wird und den Verein irgendwie was antun wollen. Ja, dann gibt es halt Idioten, die was das auf diese Weise probieren. Hilft in der Regel nichts. Es gibt bei den Bogenschützen halt leider auch Idioten, die halt dann, was weiß ich, daneben schießen, dreimal in den Zuren haben und halt dann aufs Ziel hintreten oder das umreißen oder so. Ja, und es gibt halt einfach diese meist jugendlichen Vandalen, die was halt fad ist und die was halt dann irgendwo in Wald um und um laufen und sie denken, sie zerstören jetzt dann die 3D-Ziele, reißen sie um, zerhacken sie, was auch immer. So, falls ihr jetzt irgendwie zu diesen komischen Menschen gehört, die was sowas machen. Diese 3D-Ziele sind nicht billig, also kleinere Ziele, so ich sage einmal ab 100 Euro, halt wirklich kleine. Und dann geht es halt hinauf, mehrere hundert bis mehrere tausend Euro, je nachdem wie groß das Ziel ist. Und wenn sie zum Beispiel halt einmal spaßhalber so einen riesengroßen Tyrannosaurus oder so schmeißt zum kaputt macht, ja, dann sind das halt einmal, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro Materialschaden, den sie verursacht.
Dann kommt noch dazu, dass vielleicht aber Kur gesperrt werden muss, dass da kein Umsatz ist, etc. Ja, Verdienst einbußen für den Parcoursbetreiber. Und dann kommen natürlich noch dazu die Kosten für Zeitaufwand, Reparatur etc. Also da sind wir schon bei einem schönen Betrag. Und das bedeutet, wenn ihr erwischt werdet, dass ihr sowas gemacht habt, dann steht ihr natürlich vor dem Richter. Ihr habt aller Wahrscheinlichkeit nach eine Vorstrafe diesbezüglich. Ja, und diese ganzen Kosten werden euch natürlich aufdividiert. Ja, und da wird sehr großzügig bemessen, sage ich einmal. Das heißt, wenn ihr euch so einen Spaß erlaubt, kann das wirklich teuer werden. Und das Ding ist, es werden auch immer wieder Menschen erwischt, die sowas machen und bestraft. Ne? Ja, und das Ding ist eben, heutzutage ist es einfach, Dinge mit Kameras, mit Videos zu überwachen. Die Jäger haben natürlich an ihre Wildkameras hängen, geben die entsprechenden Bilder natürlich auch gerne weiter. Beziehungsweise auch die Parcoursbetreiber, wenn einmal was passiert ist, machen es dann häufig so, dass sie irgendwo Kameras aufhängen, um das zu überwachen. Wie legal oder illegal das jetzt ist, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber es hilft halt dabei, Vandalen zu überführen. Also diesbezüglich war ich an eurer Stelle echt vorsichtig. Ja. Sucht euch lieber eine andere Beschäftigung, macht was Gescheites, geht's Bogenschießen, habt mehr davon, wenn ihr die 3D-Ziele umreißt. Ja, so viel also dazu. Gut, das war's schon wieder, aber wie gesagt, ich glaube, weil das häufiger ist, eben, dass 3D-Ziele zerstört werden aus Unwissenheit, aus unsachgemäßem Umgang, weil die Leute halt nicht wissen, wie hagelig das eigentlich ist, drum immer entgegenhalten, keine Kinder draufsetzen. Natürlich auch so entgegenhalten, dass da nichts hin wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel oben da bei der Händel entgegenhält, wird das nicht viel Sinn haben, da reiße die Händel an oder bei den Ohren, also möglichst knapp neben dem Pfeil entgegenhalten, dass das halt stabil ist, rausziehen und die Sache ist erledigt. Gut, in diesem Sinne, alles Gold, alles Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald.